Dieses Video führt dich durch das Schnellentlüften über den Bremsgriff einer Magura CT-Scheibenbremse. Eine Beschreibung des benötigten Werkzeugs findest du in der Beschreibung dieses Videos. Bitte beachte, dass diese Methode nur bei neuen Scheibenbremsen oder bei Bremsen im Neuzustand mit neuen Belägen und Bremsscheiben durchgeführt werden kann. Bei gebrauchten Bremsen empfehlen wir ein Einsetzen der Magura Transportsicherung mit der dicken Seite voraus, um die Kolben in Ausgangsposition zu halten. Richte den Bremsgriff, wie hier zu sehen ist, in einem 20-Grad-Winkel aus. Löse zum Verdrehen die untere der beiden Befestigungsschrauben. Verwende zur Schnellentlüftung eine Spritze mit Loch bei der 30 mm-Markierung und befülle diese mit 20 ml Öl und einem 5 ml Luftpolster. Öffne dann die EBT-Schraube mit einem T25-Werkzeug. Stecke die Spritze in die EBT-Öffnung des Gebers. Durch die konische Form der EBT-Öffnung dichte die Spritze durch das Aufstecken selbstständig ab. Ziehe den Kolben der Spritze nun bis zu 30 ml auf der Skala. Achte darauf, das Loch nicht mit dem Kolben der Spritze zu überschreiten. Drücke anschließend das Öl langsam wieder in den Bremsgriff. Wiederhole diesen Vorgang 3 bis 4 Mal, bis keine Luftblasen mehr aus dem Geber austreten. Lasse während dem Vorgang den Bremshebel 3 bis 4 Mal schnappen, um Lufteinschlüsse im Geber zu entfernen. Ziehe nun den Kolben der Spritze im letzten Schritt über das Loch. Warte einen Moment, bis sich der Ölstand gesenkt hat. Drücke anschließend den Kolben nochmal unter das Loch und ziehe die Spritze dann endgültig über das Loch. Warte erneut einen Moment, bis sich der Ölstand gesenkt hat. Halte anschließend das Loch mit deinem Finger verschlossen, um die Spritze abzuziehen. Das verhindert, dass Öl unkontrolliert austritt. Achte darauf, dass das Öl bis zum Rand der EBT-Öffnung ansteht. Verschließe dann die EBT-Schraube mit einem Torx T25-Werkzeug und beachte das maximale Drehmoment von 0,5 Newtonmeter. Prüfe zuletzt noch die einwandfreie Funktion der Bremse und reinige das System. Weitere Informationen findest du im Servicebereich unter magura.com oder persönlich bei deinem Magura-Fachhändler. Bei spezifischen Fragen stehen wir dir zusätzlich in den Chats unserer Social-Media-Kanäle zur Verfügung.